Möchtest du Kerzenwachs aus einem Glas entfernen? In diesem Video zeige ich dir einen wirklich simplen Trick, wie du auch das sehr einfach schaffst. Schau dir das Video da unbedingt bis zum Ende an. Denn oftmals hat man das Problem, dass noch Wachsreste in dem Glas verbleiben, die man jetzt aber nicht einfach so herausbekommt. Also mit dem Finger kannst du ja nicht dran rumdrücken und dadurch kommt das Wachs hier eben nicht raus und du kannst es nicht so einfach entfernen. Doch es gibt einen wirklich simplen Trick und alles, was du dafür brauchst, ist Wasser. Dieses solltest du auf ungefähr 50 bis 60 Grad erhitzen, denn ab 40 Grad beginnt das Wachs zu schmelzen. Ich kippe das Ganze jetzt hier in das Glas und zwar so, dass das komplette Wachs unter Wasser ist und nehme mir dann noch einen Zahnstocher zur Hilfe. Denn bereits nach wenigen Sekunden wirst du mit diesem Zahnstocher hier schon hinterhaken können und kannst das Wachs dann schnell im Ganzen entfernen, bevor es sich eben komplett aufgelöst hat. Das ist vor allen Dingen der einfachste Weg, wenn noch sehr viel Wachs im Glas ist, so wie bei mir gerade. Wenn du nur noch wenig Wachs im Glas hast, dann solltest du auch heißes Wasser hineingeben und einfach warten, denn das Wachs schmilzt und beginnt an die Oberfläche zu gelangen. Und sobald es an der Oberfläche ist, musst du im Prinzip nur darauf warten, dass das Wasser wieder abkühlt und das Wachs so wieder härter wird. Wenn du es im Ganzen rausnehmen kannst, ist es natürlich am optimalsten. Doch auch jetzt habe ich hier natürlich noch kleinere Wachsreste im Glas. Das heißt, ich warte einfach, bis das Wasser wieder abgekühlt ist. Und nach ungefähr einer halben Stunde solltest du dann nämlich auch sehen können, dass das Wachs hier oben an der Oberfläche schwimmt. Du kannst auch mit einem Zahnstocher noch ein bisschen drin rumstochern, falls du irgendwo noch Wachsreste am Glas direkt kleben hast. Da ich jetzt das meiste Wachs eben so herausbekommen habe, habe ich jetzt nicht wirklich viel Wachs hier oben schwimmen, wie du sehen kannst. Wenn du viel Wachs oben hast, dann kann es auch sein, dass du einfach nur ein ganzes Wachsplättchen herausnehmen kannst und sich das Ganze somit schon erledigt hast. Wenn es jetzt so wie bei mir aussieht, solltest du das Ganze über einer Schale einmal abkippen und zwar mit einem Tuch darunter, damit du hier das Wasser in den Abfluss kippen kannst und das Wachs bzw. die Wachsreste dann mit dem Tuch zusammen in den Mülleimer, denn du möchtest das Wachs ja nicht unbedingt in deinem Abfluss haben. Natürlich hast du auch jetzt noch leichte Reste in deinem Glas und die können wir ganz einfach entfernen mit etwas Essig. Nimm dafür ein Stück Haushaltstuch, gib hier etwas Essig drauf und beginne dann damit, das Glas von innen auszuwischen. Denn dadurch bekommst du jetzt auch die letzten kleinen Reste vom Wachs noch aus dem Glas entfernt. Wie du bei mir jetzt sehen kannst, ist wirklich nichts mehr an Wachs im Glas und wir haben es richtig schön sauber bekommen. Falls du übrigens auch ein solches Glas hast und hier noch solche Klebereste dran sind wie bei mir oder auch hier an der Seite vom Glas, verlinke ich dir an dieser Stelle im Video noch ein weiteres Video, in dem ich dir zeige, wie du auch diese Klebereste wirklich super einfach entfernen kannst. Schau dir auch das Video unbedingt einmal an. Ansonsten würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.